geht los. Herr Professor Picot, die Zukunft ist digital. Das zumindest zeigt auch die Zukunftsstudie 2013. Sie zeigt auch Innovationsfelder auf. Was sind eigentlich die ungedeckten Bedürfnisse hauptsächlich? Ich würde die in vereinfacht in drei Gruppen einteilen. Das eine ist, dass die Befragten in allen Ländern zusätzlichen Bedarf sehen im Bereich der Sicherheit und der Privacy, der Privatheit. Das ist doch etwas, wo sich viele Gedanken machen. Obwohl auch schon einiges erreicht wurde. Das kann man auch sehr differenziert in der Studie sehen. Das zweite ist der Bereich der intelligenten Unterstützung dessen, was die Leute interessiert oder woran sie arbeiten. Also, dass ihnen Dinge abgenommen werden, dass sie entlastet werden von komplizierten Suchprozessen, von Vergleichsprozessen, von Datenanalysen und Ähnlichem, wo ja heute auch schon eine Menge passiert. Das Dritte betrifft die Freiheit. Die Freiheit, also, dass die Menschen gerne selbst bestimmen möchten, wann sie was wie machen, dass sie also sich ihre Ziele selbst setzen möchten und sie nach den ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten verfolgen möchten. Natürlich in dem Rahmen, in dem sie eingebunden sind, wenn sie irgendwo einen Auftrag haben oder Ähnliches mehr. Aber das gilt auch für den privaten Bereich, für die Unterhaltung und so weiter. Also Flexibilität und Selbstbestimmung auf der einen Seite, dann eben diese intelligente Unterstützung durch leistungsfähige Technologie und eben die Sicherheit, der Privatheit, der Schutz vor dem Eindringen. Ich möchte das an einem Beispiel erläutern. Im Bereich E-Government war gerade in den Vergleichsländern wie etwa Brasilien und Indien, China und so weiter, das wichtigste übergreifende Bedürfnis, was die Leute geäußert haben, dass sie korruptionsfrei den Interaktionsprozess mit dem Staat gestalten können. Wir wissen ja alle, was dort so im Alltag passiert, und wir haben jetzt die Hoffnung, dass diese Technologien ihnen ermöglichen, einen korruptionsfreien Ablauf der verschiedenen Dinge zwischen Bürger und Staat zu gestalten. Also auch hier das Thema Freiheit und intelligente Unterstützung. Einfach und selbstbestimmt, das sind die Motti für die zukünftige Welt. Wo stehen wir heute? Welche Barrieren sind noch zu überwinden? Die Barrieren sind natürlich vielfältig. Ich fange mal bei dem Nächstliegenden an. Das Nächstliegende ist vielleicht, dass wir weitere technische, auch algorithmische Entwicklungen brauchen, um eben bestimmte ungedeckte Bedarfe zu erfüllen. Da brauchen wir Entwicklungsarbeit, da brauchen wir Weiterentwicklung der Technologie. Aber es ist natürlich mehr notwendig. Zum Beispiel die Medienkompetenz der Menschen, dass sie von schon früh auch in der Schule und danach sich qualifizieren und informieren, was man mit den Medien machen kann, was nicht, und wie man aufpassen muss, dass man adäquat mit ihnen umgeht. Das ist bestimmt eine Barriere. Eine dritte Barriere ist die der Interessenlagen, die in der Gesellschaft nun mal da sind. Wenn Sie zum Beispiel einen reibungslosen, integrierten Steuerungsprozess im Verkehrswesen oder im Gesundheitswesen haben wollen, da sind verschiedene Player eingeschaltet, und die haben zum Teil Sorge, dass ihre bisherigen Spielräume eingeengt werden. Seien es ökonomische Spielräume bei der Preissetzung, seien es auch Verhaltensspielräume bei der Art und Weise, wie sie etwas machen. Wir kennen das aus dem Gesundheitswesen, dass zum Beispiel Ärzte die Sorge haben, dass sie gläsern werden und dass deshalb sie sich für die Gesundheitskarte, zumindest nicht alle Ärzte, so gern öffnen, weil dann ihre Arbeit besser nachvollziehbar wird. Und wir kennen es aus dem Verkehrswesen, dass eben dann sie sich irgendwie den Kuchen aufteilen müssen, da gibt es Konflikte. Das Gleiche gibt es auch in der Medienkette und so weiter. Und diese ganzen Interessen können als Barriere angesehen werden. Die Standardisierungsfragen, die damit zusammenhängen, sind auch schwierig, aber sind wahrscheinlich noch vergleichsweise leichter zu lösen als die eben genannten politischen Fragen. Und zu diesen Abstimmungsproblemen in der
Kette der vielfältig Mitwirkenden ist auch noch zu nennen das institutionelle Umfeld, also die Frage, ob der Staat mit seinen Regelungen tatsächlich auch die Voraussetzungen schafft. Stichwort sagen wir Papierform, ob die Papierform vorgeschrieben ist oder nicht für bestimmte Vorgänge und was wird als rechtswirksam und als beweiskräftig anerkannt, wenn es zum Konflikt kommt. Und da ist bei der Digitalisierung auch noch, sind noch einige Punkte offen. Dankeschön, Herr Professor Picot.